Heyo und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil meiner Longboard-Tour von Köln nach Königsbrunn. Ich bin hier mittlerweile in Assmannshausen angekommen, heißt der dritte Tag ist auch schon vorbei. Wieso ich das Ganze erst jetzt aufnehme? Ich habe mich einfach nochmal spontan dazu entschieden, nochmal eine Aufnahme zu machen. Einfach weil ich quasi im Hotel in Koblenz ein paar Sachen vergessen habe, die ich einfach noch gerne erwähnen würde, was alles so am zweiten Tag vorgefallen ist. Und ja, deswegen, das ist eigentlich so der einzige Grund. Ich meine, ich bin quasi so ein kleiner Perfektionist, mehr oder weniger in Anführungszeichen. Also wenn mir die Aufnahme selber nicht gefällt, möchte ich gerne neue machen. Was alles schneidetechnisch und so weiter angeht, bin ich absolut noch unerfahren. Also ich wusste auch nicht zum Beispiel, dass man mit ein paar Apple-Programmen ein bisschen was schneiden kann. Da hat mich der Nico Weber, ein alter Schulkamerad, auch darauf hingewiesen, dass es eigentlich relativ easy ist. Wie gesagt, Apple-Produkte sind mir absolut neu und deswegen muss ich mich da erstmal reinfinden. Und ich bin auf jeden Fall dankbar für die Vorschläge und vor allem auch für die ganzen Tipps, die kommen. Also wirklich, das hilft mir enorm. Und ja, bis jetzt ist es eine Tour, die ich für mich mache. Mittlerweile schauen da doch ein paar Leute zu, was mich sehr glücklich macht, was mich immer noch so ein bisschen pusht, das Ganze dann auch wirklich durchzuziehen. Ich meine, nach dieser ganzen Sache werde ich, glaube ich, nicht viel mit YouTube machen. Werde ich weiter in meinem Beruf leben, beziehungsweise in meinem Berufsleben zurückkehren, in mein Handballleben zurückkehren, in meine kleine Podcast-Crew wieder einleben und ja, dann. Aber mal gucken, vielleicht entwickelt sich da was. Ich wollte einfach nur mal gucken, wie sich so, oder beziehungsweise ich wollte einfach nochmal den zweiten Tag rückblickend betrachten. Die Strecken waren diesmal sehr viel angenehmer. Also es war wenig Pflasterstein, es war sehr viel Asphalt und ich bin gerne gefahren, also am zweiten Tag. Der Rucksack war auch nicht so schwer wie der erste Tag, also den Schultern geht es mittlerweile ganz gut. Problem wird jetzt eher die Hüfte, dadurch, dass ich eher Einbeinschieber bin, tut mir die Hüfte ein bisschen weh. Und halt diese Fußsohle schmerzt ein bisschen. Aber wie gesagt, kleine Blessuren, nichts Schlimmes. Lässt sich auf jeden Fall noch mitfahren. Und weswegen ich nicht abbrechen muss oder so weiter und so fort. Ich habe ein paar Bahnsteige überqueren müssen. War auch kein Problem. Irgendwie war aber jedes Mal, wenn ich an einem Bahnsteig war, war immer halt ein Zug in der Nähe. Was ein bisschen unglücklich gelaufen ist. Ich habe versucht, mich wieder eine Zeit lang selber zu filmen. Die Tonqualität, also ich kann es verstehen, was ich da gesagt habe, aber für YouTube oder für weitere Veröffentlichungen ist diese Qualität einfach nicht gut genug. Also sie gefällt mir da nicht und deswegen, naja, nehme ich halt das Ganze jetzt mit dem Mikrofon auf. Ja, und was ist sonst noch alles so an Tag 2 passiert? Also ich bin dann, glaube ich, relativ nach ein oder zwei Stunden bin ich über eine sehr schöne Altstadt gekommen. Sehr schönes Umfeld. Also mir hat es da mega schön gefallen. Ich habe da auch die ganze Fahrt, da glaube ich, auch die Kamera laufen lassen. Also war eine sehr, sehr schöne Altstadt. Hat mir sehr gefallen und ja, und dann ging es da auch ein bisschen bergab. Und dann habe ich dann überlegt, ja okay, da kann ich eigentlich so ein bisschen runtersliden. Habe mich dann aufs Board gesetzt und bin dann den Hügel downhill gefahren. Die Aufnahme war halt nicht so cool. Da war das Feeling selber schon ein bisschen besser. Ich habe es trotzdem mal mit reingenommen, weil quasi aus dem Ganzen sich resultiert hat, dass mein Schuh gerissen ist. Mein linker, also mein Anschiebschuh, mein Anschiebfuß, mein linker Fuß. Der Schuh ist an der Seite gerissen. Nicht weiter schlimm. Also der wird hoffentlich noch bis Sonntag halten. Ich denke, am Montag werde ich mir eine neue Schuhe zulegen. Ich habe da auch eine kleine Sequenz gefilmt, wie der jetzt aussieht. Also wie gesagt, es ist ein kleiner Riss, aber tut schon ein bisschen weh. Was noch ein bisschen mehr weh tut, ist, dass ich glaube auch die Sohle unten bald durch ist vom ganzen Downhill-Fahren. Und ja, da muss ich gucken, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also es hat dann auch angefangen zu regnen. Klar waren die Füße nass, das sind ja keine regenfesten Schuhe, sind ja nur beige Vans. Und das Board war auch ein bisschen nass, war aber nicht stürmischer Regen, war so ein bisschen Nieselregen. Konnte ich dann noch gut verkraften. Also ich habe zwar eine kleine Pause gemacht beim Lidl und, ach ja, apropos Lidl. Ich dachte, ja okay, es ist jetzt, ich glaube es war 3:30 ungefähr. Ich mache jetzt eine kleine Pause beim Lidl, kaufe mir halt ein bisschen was zu essen. Ich glaube, ich habe mir dann so ein Schinkensaal gekauft und Radler zum Trinken, einfach nur ein bisschen Energie tanken, ein bisschen Pause machen. Und ja, irgendwie hatte ich dann natürlich das Glück, dass ich meine Kassiererin war, die eingeleitet wurde. Und dahinter saß die Chefin. Und klar, die will natürlich erstmal ihr alles zeigen, wie alles so tickt und so weiter und so fort. Und ich hatte natürlich Pekannusskerne dabei. Pekannusskerne aber vom Lidl. Sie hatten zwar nicht diese Füllmenge quasi vor Ort, aber der Barcode wurde erkannt. Heißt, ich musste irgendwie erklären, wieso ich in meinem Rucksack Pekannusskerne habe. Sie hat natürlich meinen Rucksack kontrolliert, vorab. Und da waren halt die Pekannusskerne drin.
Und ich so, ja, die sind von zu Hause, ich komme aus Bayern und so weiter und so fort. Mutter hat die für mich besorgt. Aber ich konnte es nicht beweisen. Ich hatte keinen Kassenzettel, kein gar nichts. Und deswegen musste ich für meine P-Konto-Scanne, die ich eigentlich schon bezahlt habe, beziehungsweise meine Eltern für mich gezahlt haben, muss ich dann wieder ein bisschen was zahlen. Nicht schlimm. War vielleicht auch ein bisschen Selbstschuld von mir, dass ich einfach den Rucksack nicht abgegeben habe. Oder halt auch dann quasi das Pech, was dazukommt, dass halt einfach eine neue Kassiererin eingelernt wurde und ich halt auf diese Schlange, beziehungsweise auf diese Spur dann gegangen bin. Und sonst, ja, ich habe dann noch ein bisschen die Weinfelder fotografiert, beziehungsweise gefilmt. Es war eine sehr schöne Landschaft. Es war wirklich, wirklich angenehm zum Fahren. Also viel guter Stoff, über den man cruisen konnte, sag ich mal. aber wirklich, wirklich sehr angenehme Strecken, wenig Pflasterstein. Weinfelder, wie gesagt, die habe ich schon genannt. Was ich noch sagen wollte, ich habe einen Regenbogen gesehen. War wirklich, wirklich cool im Hintergrund, einfach das Ganze zu sehen. Und ja, ich habe dann auch ein paar Podcasts gehört auf Empfehlungen, die ich auf Instagram dann gemacht habe. Und die haben mich dann auch so durch den Tag gerettet. Also da waren schon ein paar gute dabei, die ich jetzt nicht explizit nennen möchte. Vielleicht morgen muss ich mal schauen, ob ich da dazu was erwähne. Also die Aufnahme für quasi heute mache ich morgen früh. Und ja, ich bin dann, glaube ich, gegen 18, 19 Uhr ungefähr in Koblenz angekommen. Das Hotel war direkt am Bahnhof. War ein relativ kleines Zimmer, aber es hat vollkommen gereicht für mich. Und ja, da haben aber irgendwie die Steckdosen nicht richtig funktioniert, beziehungsweise, naja, es hat nicht aufgeladen, mein MacBook, und deswegen habe ich die Aufnahme heute noch auf heute verschoben. Ich habe nämlich kein Hackmack gehabt und ich konnte die ganze Zeit drüber aufnehmen. Sitze zwar in meinem Badezimmer, weil, ja, es ist so der einzige Raum hier, der gut belichtet ist. Und ja, wie die Tour heute war, werdet ihr morgen erfahren. Ich hoffe, ich kriege das Ganze gebacken, dass ich das dann nachmittags hochlade oder spätabends. Und ja, das war schon mit ein paar mehr Herausforderungen verbunden. Und mich freut es, dass ihr wieder bis zum Ende dabei wart, mich dabei verfolgt, wie ich quasi meine eigene Challenge hier versuche durchzuziehen. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal. Servus.